gehen hier zurück und erzeugen ein neues Dokument über das Pluszeichen und wählen dann ein neues Dokument aus. So, damit es jetzt möglichst einfach ist, können wir einfach hier die Vorgabe für Gerät, für das jeweilige iPad, was ihr gerade in Verwendung habt. Die Größe passt auf jeden Fall auch. Querformat könnt ihr euch auswählen, ob ihr lieber Hoch- oder Querformat haben wollt. Und dann erstellen wir auch ein Artboard. Nehmen wir es einfach an, antappen und dann drücken wir auf OK. Und dann habe ich hier schon mein neues Dokument. Darf ich schnell etwas fragen? Ja. Wann nimmst du den transparenten Hintergrund? Das ist eigentlich, ein Artboard hat an sich keinen Hintergrund. Wenn man es hinterher exportiert, ist es auch transparent. Okay. Man sieht es halt viel besser, dass es wirklich transparent ist und nicht weiß. Okay. Gut. Dann wollen wir erstmal den Schriftzug hinzufügen. Dafür gibt es hier auf der Seite das Schriftenwerkzeug. Wenn ich länger tappe, kann ich zwischen Grafiktext und Rahmentext auswählen. Wir nehmen jetzt hier Grafiktext und tappen dann einmal in das in unser Artboard rein. Und dann haben wir unten, hier unten so eine lustige Leiste mit ganz vielen Symbolen. Da kann ich die Schriftart auswählen. Ich kann die Schriftauszeichnung auswählen. Jetzt habe ich falsch getippt. Sorry, ich gehe nochmal hier. Und vor allen Dingen, ich kann die Größe auswählen. Und damit wir die Schrift überhaupt erkennen, tippe ich einmal hier auf die Zahl. Dann kommt hier ein neuer Eingabedialog. Und da wähle ich hier mal die vorbereitete 144, damit wir eine ordentliche Größe haben. So, dann kann ich jetzt erstmal tippen. So, wenn ich mit dem Pencil jetzt arbeite, seit iOS 14 gibt es ja dieses Kritzeln. Aber das klappt in der Sache noch nicht so gut. Dann machen wir hier noch einen Umbruch rein. Machen hier so ein Hello Welt. Wir können es auch ganz, ne, richtig schreiben hier. Ja, ich wusste, dass die Meckerei schon hier kommt. So. Dann kann ich hier oben auf das Verschieben-Werkzeug klicken und dann ist das Ding markiert. Und ich kann es halt hin und her schieben, wie ich will. Wenn ich jetzt hier in den Anfasser gehe, kann ich die Schrift entsprechend groß ziehen. Ich habe, glaube ich, einen Umbruch zu viel da drin. Den mache ich mal eben flott weg. So, dann sieht das besser aus. So, jetzt seht ihr, dass ich das hier auch justieren kann. Das passiert, weil ich hier unten diese magnetische Ausrichtung aktiv habe. Wenn ich die wegschalten würde, kann ich das wieder hinschieben, wo ich will, ohne dass das in meinem Raster einrastet. Aber es ist halt manchmal schon ganz hilfreich. So, jetzt sieht das ja natürlich noch maximal langweilig aus. Dazu habe ich jetzt hier auf der rechten Seite das Schriftstudio. Und hier kann ich zum Beispiel dann eine andere Schriftart auswählen. Da könnt ihr einfach mal eine Schriftart nehmen, die bei euch installiert ist. Ich nehme gerne für solche Sachen diese. Ich muss es ja einmal alles markieren hier. Jetzt kommt hier das. Ich würde es gerne alles markieren. So, jetzt war das gefressen. So, dann kann ich meine Schrift ändern. Auch hier wieder groß und klein ziehen. Was ich auch noch machen kann, wenn ich ein bisschen Feintuning bei der Schrift brauche, ich kann mit dem Pencil einfach über das Schriftsymbol auf der rechten Seite hoch und runter ziehen und damit kann ich die Schrift auch ändern. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Eine Frage, und zwar die Schriftsammlung, die ich hier sehe. Kann man die synchronisieren mit der Schriftsammlung, die auf dem Mac drauf ist? Das muss man separat, glaube ich, installieren. Weil ich ja doch in der Zeit einige Schriften gekauft habe und installiert habe auf dem Mac, ist ja die Frage, ob ich die nochmal separat installieren muss auf dem iPad Ja, oder ob das würde ich irgendwie sagen. automatisch synchronisieren kann auf beiden Geräten. Wüsste ich jetzt noch nicht mal eine App für, die das könnte. Okay. So, dann habe ich erstmal so die Schrift. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte die Füllung der Schrift in einer anderen Farbe als den Rand haben. Das heißt, ich gehe hier in das Farbstudio
Und hier habe ich verschiedene Werkzeuge. Ich habe einmal hier oben, da wo der schwarze Kreis ist, ist das Symbol für Füllung. Das, was jetzt im Moment noch so weiß markiert ist und auch nur ein Kreisring ist, ist für die Kontur. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Schriftart, die Farbe ändere und dann auch den Rand ein bisschen größer mache über das Konturwerkzeug, kann ich hier die Kontur vergrößern, dicker machen, kleiner machen. Und wir sagen mal, wir nehmen hierfür so. So ein bisschen dicker, so. Kann man das gut erkennen? Also die Farbwahl ist noch ein bisschen suboptimal, glaube ich. Wir machen mal so und dann die Füllungsfarbe. So, ist immer noch nicht gut, aber. Entschuldige, kannst du noch mal zeigen, wo du die Kontur hergeholt hast? Genau, das ist der Kreis ist das Symbol für die Konturfarbe. Das heißt, hier verändern sich die Konturen. Der gefüllte Kreis ist für die Füllfarbe. Und wenn die Kontur zu dünn ist, gibt es hier noch das Konturwerkzeug. Und da kann ich hier einfach auf der Skala die Dicke bestimmen. Also hier oben die Farben, darunter die Konturen. So, jetzt will ich. Ja. So, dann gibt es noch was ganz nervig ist die Rechtschreibprüfung. Die ist nämlich dauernd wieder angeschaltet. Wenn ihr diese roten, unterstrichelten Linien loswerden wollt, einfach nochmal auf das Textstudio oben auf das Menüsymbol und dann Rechtschreibung bei Eingabeprüfung wegmachen. Aber das muss man jedes Mal machen, wenn man das Dokument öffnet. Habe ich bisher noch keine zentrale Einstellung gefunden. Ich habe nicht gesehen, wo du das Textstudio hast. Kannst du das nochmal zeigen? Das hier, das wo das A steht. Ah, danke. So, was ich jetzt noch machen will, ich will noch eine Umrandung um die Buchstaben haben. Aber jetzt habe ich ja schon die Füllfarbe bestimmt. Ich habe die Kontur bestimmt. Jetzt fehlt mir irgendwie noch was. So, von Hand will ich das nicht drüber malen. Ich will auch noch nicht nur mal die ganzen Buchstaben duplizieren und skalieren. Was ich aber machen kann, ist, ich wähle hier meine Schrift aus und gehe jetzt hier in das Ebeneneffektstudio. Das ist das, wo dieses kleine FX zu sehen ist. Und da gibt es halt die Funktion Umrandung. Die kann ich hier aktivieren. Dann ist der Schiebehilter nach rechts. Und dann klicke ich nochmal auf das Label, auf den Namen Umrandung. Und dann ändert sich hier unten. Oh ja, jetzt sieht man schon den Effekt, jetzt habe ich alles verraten. Übrigens mit zwei Fingern auf dem Bildschirm tippen macht den letzten Schritt rückgängig. Das ist eine der Gesten. Mit drei wieder, stellt er ihn wieder her. Das ist wie für die Leute, die Procreate kennen die Geste. Mit zwei Fingern rückgängig und mit drei Fingern wiederherstellen. Wenn ich lange gedrückt halte, nee, das geht nur hier in dem Verlaufswerkzeug. Aber ich habe hier unten das Werkzeug. Da steht hier Mischmodus, Normal, Deckkraft, Radius, Ausrichtung, Füllstürm, Farbe. Das Erste, was ich jetzt hier mache, ist, ich nehme mir suche mir hier eine Farbe aus, zum Beispiel hier so eine. Den Ton. Und jetzt kann ich einfach mit dem Pencil im Bild so lange hin und her schieben, bis mir das eigentlich ganz gut gefällt. Und somit hätte ich dann nochmal einen Rahmen drumherum. Ich glaube, das brauche ich auch. Ja. Gut. Und das ist eigentlich schon der ganze Zauber, den man da machen kann. So, dann habe ich natürlich jetzt noch die Möglichkeit, ich kann auch hier unten in diesen Einstellungen Änderungen machen, zum Beispiel in meinem Radius, gehe ich auch mit dem Pencil auf diesen Kreis mit der Zahl
und kann jetzt mit Hoch- und Runterwischen den Radius verändern. Auch nach rechts und links. Also ich kann es hier ganz extrem machen. Ne? Jetzt gehe ich mal wieder zurück hier, dass es noch halbwegs ordentlich aussieht. Das Problem, dass das L jetzt in das O reinragt, das lösen wir gleich. Und ich kann bei der Deckkraft jetzt auch die Deckkraft der Umrandung anpassen. Also das ist bei allen Werkzeugen, die so einen Kreis haben, kann ich mit dem Pencil einfach mit Wischen die Werte ändern. Oder aber, wenn man halt das ganz genau braucht, einfach eintappen. Dann kommt so ein Zahlendialog und dann kann ich hier die Zahlen auch über diese Tastatur reinpacken. Ich kann hier auch rechnen. Das heißt, wenn ich wirklich pixelgenau oder punktgenau arbeiten muss oder mit Kommazahlen und muss irgendwelche Werte zusammenrechnen, könnte ich auch hier sagen 25 plus 75. Würde auch auf die 100% kommen. Also da kann man dann auch wirklich sehr genau, wenn man eine Layout-Vorgabe hat oder macht Grußkarten zum Beispiel oder Visitenkartengestaltung, wo es halt wirklich auf Millimeter ankommt, will aber nicht alles im Kopf rechnen, dann kann man halt diesen Dialog nehmen und das geht bei allen Steuerelementen in Affinity Designer, die halt diese Kreisdarstellung haben. So, was ich jetzt noch machen kann, wenn ich sage, das sieht zwar schon gut aus, ne, aber so der richtige Effekt fehlt mir, ich will den Verlauf in der Umrandung haben. Dann kann ich auch hier, jetzt bin ich gerade hier, oh nein, jetzt habe ich alles hier rückgängig gemacht. Ach ja, ganz wichtig, gibt noch einen, ich finde, es ist ein Bug, finde ich Designer, wenn ich mit den Ebeneneffekten gearbeitet habe und wähle dann hier auf der rechten Seite irgendwas anderes aus, ist der Effekt, den ich erarbeitet habe, wieder weg. Der bleibt nur wirklich drin, wenn ich einmal vorher auf das Verschieben-Werkzeug geklickt habe oder getappt habe. Da habe ich mich schon ganz häufig drüber geärgert. Also es ist total nervig. So, jetzt kann ich aber jederzeit wieder auf das Werkzeug, auf den Ebeneneffekt draufklicken, indem ich hier das Ebeneneffekt-Studio öffne und nochmal auf das Wort Umrandung klicke und dann habe ich hier wieder unten mein Werkzeug. So, dann kann ich jetzt hier wähle ich anstatt Volltonfarbe, das hatten wir ja jetzt, das heißt, die Umrandung war genau eine Farbe, kann ich jetzt Verlauf wählen. So. Und dann ändert sich der Farbauswähler. Das heißt, standardmäßig nimmt er immer so schwarz auf weiß Verlauf. Wir wählen jetzt für die Anfangsfarbe das hier und für die Endfarbe nehmen wir mal. Wie hast du die Farbe ausgewählt? Ich habe, hier oben in diesem Verlaufsbild haben wir links einen Punkt, so einen Kreis angedeutet und rechts einen Kreis angedeutet. Und wenn da ein dicker Rahmen drum ist, ist der ausgewählt. Und dann habe ich darunter diesen Farbkreis. Und dann kommt halt mein Farbauswähler. Danke. Jetzt habe ich aber irgendwie so. Ich mache das mal ein bisschen dicker, damit man den Effekt sieht. Sieht jetzt auch nicht schön aus, aber vom Prinzip her kann man es, glaube ich, hoffentlich ganz gut erkennen. So, ich mache mal hier mal wieder dunkel. So. So, dann nicht vergessen, hier oben auf das Verschieben-Werkzeug zu gehen, damit der Effekt auch bestehen bleibt. Klappt das soweit? Ja, er behält nur den Verlauf nicht. Da muss ich dann wahrscheinlich auf das Verschieben-Werkzeug klicken. Ja, das ist, also an der Stelle können die Kollegen vom Affinity Designer echt mal nacharbeiten. Das ist manchmal etwas, man muss die Farbe auswählen
Und dann am besten nochmal auf diesen Farbkreis wählen, tippen. Aber dann, bei mir passiert das halt häufig, dass auch der Radiuswert zurückgesetzt wird. Das ist, sagen wir mal, nicht das Glanzstück der Ingenieurskunst vom Hersteller. Ja, was uns jetzt an dem Bild hier noch stört, ist ja eigentlich schon ziemlich gut, ist, dass das O und das L so ineinander ragt. Das liegt an den dicken Rändern. Das kann ich aber relativ schnell beheben, indem ich nochmal das Textstudio hier unten, wo das A-Symbol ist, und kann dann sagen, unter Zeichenpositionierung, Zeichenpositionierung, da kann ich drauf tappen und dann habe ich hier wieder verschiedene Einstellungen und habe hier unten noch die Abstandskorrektur. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen nach oben schiebe, dann wird der Abstand zwischen Worten halt vergrößert. So, ich mache das mal hier so. Passt mir schon ganz gut. Hier habe ich auch noch andere Möglichkeiten. Ich kann den Zeichenabstand zum Beispiel auseinanderziehen. Horizontale, vertikale Skalierung. Und auch die Grundlinie, wenn ich halt mehr Text habe, macht das halt mehr Effekt. Aber hier kann ich halt sehr schön die Zeichen- und Wortabstände justieren. Und ich kann auch, wenn ich halt ein bisschen das Ganze kursiv haben will, aber ich will nicht die kursive Schriftart haben oder die Schriftart bietet gar keine kursiven Buchstaben, kann ich hier über die Neigung auch eine Kursivität einbauen. Jetzt gehe ich hier mal wieder zurück aufs Verschiebenwerkzeug und schiebe das wieder in die Mitte. So. Und damit hätte ich meinen Schriftzug fertig. Also damit kann man relativ viel machen, auch mit etwas längeren Texten. Das waren jetzt für die Zeichen, aber man kann auch für Absätze halt noch was ändern. Da gibt es auch so Abstände vor Textblöcken, nach Textblöcken, linker, rechter Einzug. Das macht aber hier keinen Sinn, weil ich auch nur einen Block habe an Buchstaben, an Text. Ich muss mal kurz den Chat hier öffnen. Sekunde. Kann die Schrift in Farbe umgewandelt werden? Ja, kann man auch. Einfach die Schrift markieren über das, wähle ich meistens das Verschiebenwerkzeug. Das Verschiebenwerkzeug und klicke einmal in den Text rein, dann ist ja ein Rahmen drumherum, ist markiert. Oder aber ich kann auch hier in das Ebenenwerkzeug gehen und die entsprechende Ebene markieren. Dann gibt es in Affinity Designer hier oben das Menü. Und darin gibt es auch in Kurven umwandeln. Hier an dieser Stelle. Kann es jeder sehen? Ich glaube ja, ne? Ja. Mhm. Dann klicke ich drauf. Und dann ist das in Kurven umgewandelt. Das kann ich entdecken, indem ich hier das Knotenwerkzeug nehme. Und dann. Nee, jetzt habe ich Mist gebaut, sorry. Doch, es geht, wenn du bei der Ebene die Schrift auswählst. Ja, genau, so. Also bei mir hat es die so. Dann. Jetzt muss ich mal kurz hier. Das Ding ist nervt. So. Jetzt habe ich doch. Genau, ich muss die Schrift auswählen, ne? Damit ich die in Dings umwandle. Warum geht das denn jetzt nicht? Doch, jetzt geht's. Genau, dann kriege ich halt hier so wilde Punkte und kann jetzt hier natürlich noch Anpassungen machen. Vor allen Dingen interessant wäre das eigentlich hier bei dem. Hier sind ja die Sachen ziemlich nah beisammen, dass man hier die Punkte ein bisschen kleiner, damit man da einen Abstand kriegt. Vielleicht machen wir es auch mal ein bisschen ordentlicher, dass da nicht so eine
So würde ich sagen. So. Dann hat man nämlich auch beim Ausrufezeichen die beiden Elemente voneinander getrennt. Der Nachteil ist natürlich, man kann den Text nicht mehr verändern. Damit muss man dann halt leben. Das heißt, man sollte sich das vorher überlegen, ab wann man das in Kurven umwandelt. Aber es geht, und auch dann kann ich halt, wenn ich das mit den Kurven mache, viel besser vielleicht kursiv stellen, besondere Effekte da reinbringen. So, hatte ich noch eine Frage? Schriften? Ich habe noch kurz eine Frage. Mir. Bei dir sieht das jetzt so aus, ich habe wahrscheinlich an einer Stelle nicht hingeguckt, als wenn der Verlauf in jedem Wort angewendet wird. In jedem Buchstaben. Weil ich das in Kurven umgewandelt habe. Ach, das hat er gerade erst gemacht? Mhm, ja. Weil bei mir ist es nämlich das ganze Wort. Genau, das ist, weil das vorher, weil das siehst du hier in den... muss ja so sein. Hier in den Ebenen. Dadurch, dass ich in Kurven gewandelt habe, ist jedes, das ist da dann der Nachteil. Was man machen könnte, wäre, man könnte es gruppieren und diesen Ebeneneffekt dann auf die Gruppe anwenden. Ich kann mal kurz gucken. Also mehrere Ebenen markieren. Kann ich, indem ich die erste Ebene, die ich markieren möchte, antappe und dann durch Wischbewegung alle nächsten Ebenen markiere. Dann sind die halt hier gruppiert. Dann gucke ich mal, dann kann ich auch den kompletten Effekt wegnehmen. Dann wähle ich jetzt die Gruppe aus. Das heißt, alle Buchstaben, alle Unterebenen sind automatisch da drin. Dann mache ich hier wieder eine Umrandung dran. Muss ich leider, ich hätte mir das vorher einmal kopieren können. Jetzt sage ich hier Verlauf. Ah ja, okay, jetzt sieht man es schon. Und dann mache ich hier nochmal so zum Beispiel. Ja. Dann macht er hier wieder so. So könnte man es dann wieder bewegen, wenn man das in Kurven umgewandelt hat. Ja. Das geht auch. Also man kann auch diese Ebeneffekte auf Gruppen anwenden. Das ist halt ganz wichtig. Und ich kann euch wirklich aus einer Erfahrung sagen, nehmt euch auch ein bisschen Zeit, um die einzelnen Elemente irgendwie zu gruppieren und zu organisieren. Wenn ihr aufwendige Zeichnungen habt mit vielen kleinen Elementen, findet ihr hinterher später nichts wieder. Und es ist viel einfacher zu sagen, ich möchte jetzt den ganzen Schriftzug zum Beispiel verkleinern. Das ist ja viel einfacher, als wenn ich mir die einzelnen Elemente immer separat wieder markieren muss. Unter Umständen sind die auch an unterschiedlichen Stellen hier in diesen ganzen Ebenen drin, dass ich mir die Sachen zusammensuchen muss. Deswegen, Sachen, die zusammengehört, kopiert die ruhig. Die Zeit investiert sich, kommt dann hinterher doppelt wieder raus, wenn ihr so ein bisschen Struktur habt und seht, was gehört zusammen, was sind separate Elemente und so weiter. Das ist sehr hilfreich. Und man kann sie ja dann trotzdem immer noch einzeln bearbeiten auch, oder? Ja, genau. Man kann hier einzeln auch wieder anklicken. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel das L einfach mal verschieben. Gehört aber immer noch zur Gruppe. Das heißt, wenn ich jetzt die Gruppe wieder auswähle hier, seht ihr, dass der Rahmen wird ja dann automatisch größer, weil das L ist ja so ein kleiner Ausreißer. Und ich kann es auch insgesamt verschieben.